So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. Und ja, wir haben tatsächlich in den vorigen Folgen schon alles geschafft, was wir schaffen wollten. Also, wir haben einen 15. Mitarbeiter, wir haben alle Garagen halt voll, so. Das heißt, wir können tatsächlich gucken, was wir mit den Mitteln, die wir aktuell zur Verfügung haben, machen. Änderung effekt, ja. Das ist halt blöd an ATS. Vielleicht, ich hoffe mal, dass das in der neuen Version 1.47 gefixt ist. Sobald du in-game irgendwie einen Spielstand lädst, hast du beim nächsten Starten des Spiels auch so ein Ding. Was halt so überhaupt keinen Sinn macht. Aber gut, das allgemein macht überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, ich schätze mal, dass es daran liegt, dass die Map mittlerweile so groß ist, dass der Navi da halt irgendwie über einen bestimmten Schwellenwert kommt und dementsprechend es jedes Mal neu berechnet. Obwohl das eigentlich gar nicht müsste. Weil er gar nicht merkt, dass das gar nicht müsste. Irgendwie so. So, wir haben nämlich ordentlich Schotter in die Kiste. So. Dann gucken wir mal, kann ich Garage kaufen? Ah, es geht tatsächlich. Hier oben haben wir schon relativ viel. Ich will also tatsächlich einige unten irgendwie kaufen. Die Frage ist halt, wo genau? Am sinnvollsten wäre es wahrscheinlich eher hier oben. Zum einen wohl, ne? Hier ist Hauptstadt und so. Also hier ist eine große Stadt und so. Und vor allen Dingen kommen dann hier auch, wenn später noch weitere DLCs kommen, aber hier auch gleich schön nah an dem restlichen Gebiet. Oder wir nehmen Houston. Da können wir schon Raketenstarts machen. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Houston ist auch geil. Wobei Houston hat, da ist ja so extrem Stocker-Party, ne? Ah ne, dann bleiben wir lieber doch bei Dallas. Und dann müssten wir hier irgendwann auch mal hier oben noch irgendwie noch eine Garage haben, damit wir wirklich schön weit aufgespreadet sind. Aber erstmal hier unten erstmal eine. So, für 180.000 Dollar. Das ist aber ein Dollars-Ding. So, LKW-Händler. Was haben wir denn überhaupt als für LKW? Hast? Wir haben aktuell nur Peterbilt und Kenworth, ne? Genau. Warum ist er da unten? Warum sind die beiden vertauscht? Egal. Genau, hier haben wir die ganzen uralten Dinger. Die könnten wir mittlerweile sogar bald mal anfangen rauszuschmeißen. Da kann ich nämlich tatsächlich sogar die eine Mod entfernen, wo der drin vorkommt. Für den Fall, dass sie mit irgendeiner späteren meinte, das wollte ich gerade sagen, ATS-Version nicht mehr kompatibel sein könnte. Aber ich meine, solange wie sie noch kompatibel ist, ist auch kein Problem. So, das heißt, wir haben ja genau Peterbilt und Kenworth. Ich glaube, dann kaufe ich mal ein paar Internationals, ne? Die sehen ja auch relativ schön aus. Wollte halt auch noch so klassische Bauart haben. Online kaufen. Ja, der. Der kann man ja auch. Ja. Was? Mal gucken, Ausführung ändern. Wobei, mach ich lieber mit dem Grundmodell. So. Das hier ist halt genau das Daycap. Daycap will ich nicht unbedingt. Ja, 50 PS sollten eigentlich ausreichen. Getriebe, ja auch. Farbe. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Erstmal raus hier.
So, was haben wir eigentlich aktuell alles? Wir haben die sind ja mit unserem Lack und die unten sind blau. Genau, die sind alle blau. Ah. Ich glaube, ich kaufe einfach noch ein paar Peterbilt. Ganz ehrlich, warum eigentlich nicht? Weil irgendwie sehen die Internationals doch nicht so geil aus, wie ich mir vorgestellt hatte. LKW, jetzt bin ich raus. LKW-Händler da oben. So. Wie teuer sind die denn? Die kosten 150 gleich. Ich meine, ich krieg trotzdem zwei hin, ne? Keine Frage. Let's go. Let's go. Gutchen. Da schauen wir mal. Wir müssen jetzt auf gewisse Quoten achten. Arbeitsagentur. Wo ist die denn schon wieder? Arbeitsagentur. Da. Es ist so dumm, ja. Sachen, die du kaufst, ne? Händler ist da oben, da oben. Und dann hast du aber, wenn du neue LKW brauchst, brauchst du auch wieder Mitarbeiter, also deine Arbeitsagentur. Die aber wiederum ist hier unten, wo du die anderen Sachen normalerweise managst. Da hast du die Arbeitsagentur. So, what? Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. So, Fahrer einstellen. So, was haben wir denn da? Sie ist direkt Fernfahrer, also geilstes ever. Sie ist auch Fernfahrerin. Das passt doch. Dann haben wir doch direkt zwei. Easy. Let's go. Einmal du, nach da, bupp. Und einmal du. An den anderen LKW. Easy. Haben wir gleich noch eine dritte Persönlichkeit, die wir nehmen könnten? Sie ist leider keine Fernfahrerin. Schade eigentlich. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, muss man dazu sagen. Die Frage ist nämlich, stellen wir sie jetzt gleich ein, in der Hoffnung, dass wir relativ schnell genug Geld be bekommen, damit sie dann auch möglichst schnell LKW bekommt. Weil wenn sie zu lange kein LKW haben, dann kündigen sie von sich aus. Ja. Von daher ist halt die Frage, nehmen wir sie jetzt schon? In der Hoffnung, dass wir schnell genug einen LKW bekommen. Oder warten wir erstmal, bis wir einen LKW haben, in der Hoffnung, dass sie dann noch da ist. So. Ich meine, gut, sie hat keine besonderen Fernfahrerfähigkeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir bis dann denn eine andere Person haben, weiblichen Geschlechts, die dann Fernfahrer hat. So. Zum Beispiel sie. Form schöner Haut. Zweimal Fernfahrer, Alter, würde ich haben. Egal. So, ja, haben wir jetzt zwei neue LKWs. Geil, neue Werkstatt. Auch sehr geil. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir hier keine Werkstatt haben, aber sind ja hier gerade die Arbeitsagenturen. Nevermind. Jo, geil. So, Fahrermanager. Die beiden müssen ja ausgeglichen sein. Ist also alles korrekt erstmal. Und hier ist alles andere war ja auch richtig. Cool. Auftragsangebot, Aufträge. Schon wieder so NASA. Also langsam ist aber hier mit NASA ist aber langsam hier. Gibt es denn nichts anderes mehr? Sowas hier zum Beispiel, so einen schönen langen Auflieger. Oder ein Doppelauflieger. Oh, weil das hier ist natürlich auch schon wieder so eine Hammerstrecke. Von ganz nach ganz. Ne, ich glaube, dann nehmen wir lieber das hier. Das hat auch. Oh, sogar, ne, bei uns. Brauchen wir gar keine Schnellfahrt machen. Schnellreise mache ich doch. Das ist schon Doppelflieger, hat auch schon lange nicht mehr. Und vor allen Dingen auch gut Gewinn, ne? Dann nehmen wir lieber den. Let's go. So, dann fahren wir am besten einfach mal dahin.
Und dann sollte das genau passen. Sehr, sehr geil. Ready to roll. So, wie kommen wir hier raus? Hier ist direkt ein Rad neben mir. Das sieht nicht gut aus, aber da hinten sieht es aus, als wenn wir hier rumkommen würden. Let's go! Warum ist da ein Auflieger? Wir hätten ihn da hingestellt. Ist eigentlich unser Auflieger noch da? Nee, ne? Der müsste weg sein, genau. Weil wir ja neu geladen haben. Hä, ist überhaupt die Straße? Oh ja, doch richtig. Lass mal rein. Ich bin eine wichtige Mission. Es kommt ein Auto und dann kommt er nicht. Sehr gut. So. Wisst ihr, wie es eigentlich ist? Okay, genau, wir haben 650, 600 PS. Von daher, weiter aufrüsten bringt erstmal nichts, weil sind bloß noch maximal 25 PS und das lohnt sich nicht. Nicht für die Kosten, die es dann hat. Aber da sind wir erstmal wieder mit, weiß nicht, 50 bis 60.000 Euro dabei. Gut, mit Wiederverkaufswert von dem alten Motor, dann eher so im Bereich von 40.000. Aber trotzdem, der wäre halt alles weg, was wir jetzt haben. Nee, nee, wir sparen erstmal richtig schön für noch drei weitere LKWs und das Aufrüsten der Garage auf 5 Plätze. Das ist gerade erstmal das A und O. Wir müssen richtig pumpen. Vor allen Dingen, ne, damit wir auch nicht gleich keine Billo-LKWs kaufen müssen, sondern schon direkt gleich diese schönen für 150.000 haben, müssen wir auch noch mal ein bisschen extra sparen, so. Ich will ja hier meinen Mitarbeitern keinen Schrott vom letzten Jahrhundert andrehen. So, gut, ich meine, die LKWs sind trotzdem vom letzten Jahrhundert, aber gut aufgerüstet. Ach ja, siehst du, wir wollten nochmal tanken gehen, ne? Ups. Mein Tank ist relativ leer. Mal schauen, da wo wir hinfahren, gibt es da Tankmöglichkeit? Ah ja, ist doch easy. Cool. Let's go. Dann können wir doch gleich pennen. Wobei, nee, pennen machen wir lieber auf der Rücktour. Also, wenn wir den Auftrag bereits angenommen haben. Wobei, wir hatten irgendwie nur noch 10 Stunden Restzeit oder so. Das dürfte also nicht passen. Dann wäre der Auftrag weg. Da können wir tanken, der dann auch gleich auf der Rücktour machen. Ah, oh, wie krass dieser LKW abgeht, Alter. Wuhu. Mit seinen scheiß 3 Achsen. Sehr geil. Das ist mal ein LKW. Digga, was labert die da eigentlich gerade? Genau, einfach auflegen. Ist besser für uns alle. So. Bin ich hier in der Seelensorg-Hotline oder was? Mann, juckt mir die Nase gerade. Verfluchte Scheiße. So. Ah, schöne Dämmerung. Siehst du, dann sehen wir die Dämmerung doch noch. Sehr krass. Sehr geil. Kommt das Auto her? Weg da. So, da vorne müssen wir rechts weg.
Ach, hier ist wieder. So. Sehr geil. Können wir sogar noch was verändern? Oh, Alter, hier sind aber viele Optionen. Gibt es auch einen dreiteiligen? Bitte. Dreiteilig. Oh, kein dreiteiligen. Manu. Gut, das heißt, ja. Genau. Achso, hier ist ein ISO-RM-Double. Das ist ein gefüllter RM-Double. Und das ist ein normaler RM-Double hier, ne? Genau. Ist aber alles gleiche Typ, von daher ist das uns völlig egal. Oh, Auftrag annehmen. Dynamit. Ja, Dynamit sollte gekühlt werden. Dann ist es, das Gegenteil von reaktionsfreudiger. So, wo ist der Auflieger? Da hinten ist er. Okay. Ja klar, wo lagert man Dynamit? Direkt neben Benzinfässern. Sicherheit wird hier ganz, ganz groß geschrieben, meine Damen und Herren. Deswegen ist hier auch an strategischen Punkten immer Holz vorrätig, damit wenn die Bude abbrennt, auch normgerecht abbrennt. So. So, ja, langsam anpumpen. Oh mein Gott. Oh, ich habe schon das Dynamit zischeln hören. Wobei Dynamit ist ja relativ ungefährlich. Ist ja keiner von den Stoffen, die alleine durch Erschütterung sich entzünden. Sondern Dynamit kann eigentlich nur thermisch entzündet werden. So. Kann aber sein, dass es einfach nur als Dynamit klassifiziert ist und wirklich jetzt wirklich irgendein chemischer Stoff ist, der dann auch auf Erschütterung reagiert. Man weiß es nicht. So, wir haben 27 Stunden, wir brauchen 10 Stunden. Das heißt, wir können locker einmal pennen gehen. Nice. Oh, wir hatten... Irgendwie haben wir noch geschafft, ne? War noch gelb. Mann, sind die Hänger lang. Kannst du hier gar nicht. Die Stadt ist viel zu eng. Achso, wir jetzt wieder von anderer Seite reingemusst. Warum hat mich diese Welt? Gut, dann gehen wir erstmal pennen. Und dann gucken wir mal weiter. Können wir überhaupt pennen gehen mit dem Auflieger? Nee, ne? Passen wir noch nie im Leben rein. Ah doch. Sehr gut. Oh ne. Es pisst natürlich wieder. Ach, leck mir doch am Arsch. Egal. Haben wir das wenigstens auch mal wieder drinne? So, müssen wir aufpassen. Okay, das ist auch weniger frei, als ich dachte. Hat jetzt hier eine schön große Schlaufe fahren, damit wir möglichst günstig in die Tankdinger reinkommen. Sieht doch gut aus. Oh, erstmal schön 230 Kalorien getankt. Sehr geil. Okay. So, wir fahren. Ja genau, wir fahren gleich unten raus. Ist sowieso hier Einbahnstraßensystem, ne? Wir können hier gar nicht in die Richtung rausfahren. Oder? Na, ist auch egal.
Obwohl, nicht auf eine normale Straße. Ja, Straße frei, sehr gut. Wo kommt denn der her? Achso, wollte er abbiegen, sehr gut. Alter, das ist ein enger Kreisverkehr. Und das Schild mitgenommen. Geil. Ich sag auch, die Stadt ist viel zu eng für die Auflieger. So, wir haben, genau, sieht aktuell alles gut aus. Wir haben 13 Stunden für die Fahrt und wir brauchen aktuell 11 Stunden. Ist also alles noch im grünen Bereich. Ja, von daher sieht das doch gut aus. Hier natürlich wieder Kreisverkehr. Na komm. Fahr vorbei. So. Long Vehicle. Ah, nee, Long Load. Hallo, Musik? Ich habe auf einmal so Kopfschmerzen. Und nicht schon wieder. Wow. Oh, wir sind noch 50 fahren. Oh, da vorne ist eine Ampel. Kommt die Ampel her? Warum 45? Alle sind gegen mich. Rot bleibt grün. Nein, nein, schaffen wir noch. Verdammt. Ah, klar. Bei dem Regen konnte ich nicht mehr bremsen. Nicht mehr bremsen. Spokane. Hier spucken die Vulkane. Ha. So, wir ordnen uns hier gleich mal rechts ein, wobei, und dann blockieren wir wieder jetzt eine Fahrbahn. Aber nach der Ampel ordnen wir uns mal rechts ein.
Dann nach vorne müssen wir. Ah ne, da vorne geht alles weg. Da ist ja wieder so ein Kreisverkehr. Dings. Los, fahr. Ist das Auto nicht. Ist das Auto losgefahren? Ja, ist losgefahren. Siehst du? Selbst wenn ich bremsen möchte. Guck mal, wo ich vor zum Stehen bleibe. Jetzt macht's gut. Hey, wir haben ja grün. Hey, der hätte mich verwirrt. Habe ich grün oder nicht? Ali. Achso, ach wow, das geht an. Da unsere Ampel nehmen wir gar nicht mehr. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir fahren. Let's go. Fahr doch mal. Achso. Eieieiei. Feet 8. Okay. Und schon wieder rot. So viel zu viel schaffen wir 10 Stunden. Easy. Gut, dann muss ich mal sagen, machen wir nächste Stunde weiter. Nächste Folge, mach ich doch. Und dann, ja, würde ich mal sagen, gar nichts am besten. Bis dann.